wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen mit Dirk Hilger, Trader und Stereo Trader Entwickler. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich sehr, dass Sie heute Morgen live dabei sind und sich für das Webinar interessieren. Bevor ich an den Dirk übergebe, wie immer erstmal der Risikohinweis, denn dieses Webinar dient ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken, ganz wichtig. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn möglicherweise der Dirk heute den einen oder anderen Trade später macht. Das ist wichtig, ja. Gut, also, hallo Lutz, guten Morgen. Dann, lieber Dirk, kriegst du jetzt den Bildschirm? Moment. Du warst zu schnell. Okay, du musst es ja auch noch nicht annehmen. Ja, dann kommt nachher das andere Ding hier wahrscheinlich wieder an der falschen Stelle auf. Erst nur, wenn du wirklich freigibst, sollte was zu sehen sein. Ja, warte. Weil ich habe hier so irgendwie ein anderes Setup als sonst am Start. Habe ich nie probiert, das werden wir jetzt heute mal machen. Mhm. Also hier von der Videoaufteilung. Bin mal gespannt, ob das... Bitte was? Nicht mehr Monitor 2. Ja, das wird sich jetzt gleich zeigen, ob es ein Monitor 2 ist. Das ist auf jeden Fall ein Monitor, den ich selbst nicht sehe. Das ist das Spannende daran. Wenn da jetzt irgendwas ist, was da nicht hingehört, dann ist doof. Sollte aber eigentlich nicht sein. Ich kann ja gleich einfach mal gucken. So. Nein, den wollte ich nicht. Diese geht schon los. So, und? Du hast ja noch 18 Versuche jetzt. So, jetzt, das könnte gut aussehen, oder? Startbildschirm, ja, sehr gut. Also, viel Spaß und viel Erfolg. Ja, du gehst davon aus, das funktioniert ab hier schon alles. Soweit bin ich schon noch da. Immer optimistisch sein. Bleib mal schön hier. Ich bin da. Nicht weglaufen. So, na gut, da sage ich an der Stelle auch mal einen wunderschönen guten Morgen hier in die Runde heute zum Live-Trading, zweites Mal dieses Jahr. Und ich hoffe mal, ich kriege das heute so mit der Technik ein bisschen besser hin. Und nachdem irgendwie hier alles mehrfach abgebaut wurde und sich nicht mehr wirklich dazu entschließen kann, wieder zu funktionieren wie vorher, bin mal gespannt, ob wir hier irgendwie durchkommen. Nee, was mir jetzt so ein bisschen fehlt, sind die Knöpfe zum schnell umschalten. Ich muss das hier mit der Maus machen und bin da nicht so wirklich sicher, ob das funktioniert. So, aber wir werden gleich das Ganze sehen. So, wenn jetzt irgendwie nicht alles falsch gelaufen ist, sollte man jetzt ein anderes Bild sehen. Sieht ein bisschen anders aus als vorher auch, aber auch nicht neu. Das ist irgendwie so ein Überbleibsel, den ich nochmal gefunden habe. So, an der Stelle dann jetzt heute hallo und nochmal herzlich willkommen hier von meiner Seite zum, so hoffe ich doch, Live-Trading, wenn der Markt denn mitspielt. Das letzte Mal war es ja nicht so klasse. Da hatten wir irgendwie eine Vola von unterirdisch. Irgendwie so, ich weiß nicht, 20 Punkte rauf und runter und es ist dann natürlich wie immer nach dem Webinar ist die ganze Geschichte dann erst aufgegangen und hatte ich aber auch im Webinar schon gesagt, ich wette, wenn wir jetzt hier auf den Knopf drücken, egal wie lange wir warten, erst wenn das Webinar zu Ende ist und dann wird die ganze Geschichte aufgehen und so war es dann halt auch. So, ich kriege hier schon nette Kommentare, Dankeschön Martin. Nee, nicht gut, du bist im Bild, noch schlimmer, ja. Ich bin auch gleich wieder weg aus dem Bild und von daher wird dann halt der Chart im Bild dominieren und dann ist das auch besser erträglich, so in dieser Form halt. Ne? Ich glaube, das funktioniert dann ein bisschen besser. So, jetzt glaube ich nur, die Kamera ist da irgendwie so ein bisschen hoch, keine Ahnung, ein bisschen tief oder ich zu tief. Das ist noch nicht alles so wirklich austariert. Ich versuche mal hier irgendwie so ein bisschen zu justieren. So, ne? So ist, glaube ich, besser. So, ich hoffe, euch geht's gut. Wie immer freue ich mich natürlich, wenn ihr auch euren Input hier dazu gebt und das Ganze halt nicht nur ein reiner Monolog ist, sondern wir uns da halt auch so ein bisschen weniger austauschen. Ich lese natürlich immer alle Kommentare mit und auch wenn ich nicht auf alles eingehen kann, aber ich lese das immer auf der linken Seite hier mit und versucht es trotzdem zu berücksichtigen. Wie der Nelson auch schon gesagt hat, es ist keine Floskel, sondern der Risikohinweis, der ist halt schon wichtig.
weil wir wissen alle, wie es ist, ne? Letzten Endes muss man seine eigenen Entscheidungen treffen und vor allen Dingen jede Strategie und jeder Trader hat so natürlich seine eigene, so dass seine eigenen statistischen Ergebnisse, was heißt, auch wenn irgendwie es oft und meistens irgendwie aufgeht, auch im Webinar heißt das nicht, dass es das immer tut. Und wenn man das machen wollen würde, dass man einfach immer nachhandelt, dann müsste man alle Webinare gucken und bei allen dabei sein und dann immer mithandeln und dann ist es positiv. So, aber das heißt eben auch, es kann natürlich auch sein, dass dann halt eben auch mal einer dabei ist, der dann halt nicht funktioniert, ne? Und deswegen nicht einfach blind, vor allen Dingen, wenn man neu ist, bitte nicht blind hier einfach nachhandeln, sondern gucken und das eher dann als Input nehmen. Was ich eigentlich noch gerne vorbereiten wollte, das war die Korrelation, die ich in meinem Blog drin gehabt habe, habe ich aber leider jetzt irgendwie versäumt, das hier auch auf dem Rechner hier aufzusetzen, weil das hatte ich aus dem anderen Chart raus gezimmert, der aber nicht auf dieser Kiste drauf ist, sondern eben auf einer anderen. Da müsste ich das nochmal nachbauen, wenn das halt irgendwie ein Thema werden sollte. Aber ich habe ja mitbekommen, also Korrelation, jeder weiß, was damit gemeint ist, oder? Ich weiß jetzt nicht, natürlich, wer jetzt hier im Detail alles dabei ist, aber wer jetzt irgendwie sagt, was meint er? Der kann natürlich dann auch hier gerne irgendwie eine Frage dazu reinstellen. Und ansonsten würde ich das vielleicht versuchen, nachher mal irgendwie auch die Schnelle nochmal nachzubauen. Also falls es irgendwie dann halt wichtig sein sollte. Im Grunde war es halt so, so kann man es eigentlich runterbrechen in wenigen Sätzen. Der DAX hier auf der linken Seite in meinem Bild, rechts ja der Dow, links der DAX, der ist halt insgesamt zu weit gestiegen im Verhältnis zu dem, was der Dow gemacht hat. Das heißt, der DAX ist ja hier wirklich von der 13.810, also unten von dem Gap, bis auf die 15.237, 73, ja nur nach oben geballert, ja, während der Dow hier entweder auf der Stelle getreten ist oder sogar halt in die andere Richtung gelaufen ist. Und das ist halt sehr, sehr selten, ein seltenes Phänomen, also dass es so arg halt ist, ne? Und das ist mir halt aufgefallen, da habe ich gedacht, guck dir mal die Korrelation an. Das heißt, Korrelation ja nichts anderes als, man geht davon aus, dass so ein gewisser Gleichlauf existiert zwischen DAX und Dow. Und das ist auch so. Der variiert natürlich mal hier und da mal. Das heißt nicht, wenn der Dow steigt, steigt der DAX und umgekehrt. Im Großen und Ganzen ja. Und für diese Bewegung, also diese fast, also nicht wirklich gleich getaktete, aber gleichgerichtete Bewegung, gibt es halt so einen Mittelwert. Und das ist halt eben letzten Endes die Korrelation. Und da war halt dann klar an der Stelle einfach schon mit bloßem Auge, also hier ist ja der Daily, dass da halt irgendwas komplett auseinanderläuft. Dann habe ich mir das angeguckt und habe die beiden übereinander gelegt. Das geht halt mit einem Add-on vom StereoTrader relativ einfach. Und habe mal geguckt, steht das denn gerade? Und da hat man halt gesehen, dass zum Beispiel gegenüber Dezember ist das Ganze 2270 Dow-Ticks auseinandergelaufen. Und das heißt im Umkehrschluss eben auch, dass man halt, wenn das Ganze wieder zusammenläuft, dass man es natürlich auch handeln kann. Und das bedeutet dann eben, dass man halt im DAX dann halt Short geht, weil der halt so weit long gelaufen ist. Also die Korrelation ist halt im DAX in die positive Richtung abgedriftet. Und das heißt im DAX Short und im Dow Long. So, und wenn das ganze Ding wieder dann bei Null ist, und dann sind es halt irgendwie 2270, ich glaube sowieso viel war es, 2270 Punkte, die man halt mit zwei gegenläufigen Trades da halt an der Stelle machen kann. Und wenn ich das gestern richtig gesehen habe, dann liegt die ganze Geschichte mittlerweile bei über 400 Punkten vorne. Und von daher war der Ansatz nicht falsch und vor allen Dingen das Timing war auch, glaube ich, echt ganz gut. Ja, genau, das schreibt halt Natalia ja mit dem Steuerrecht. Ja, das ist schon richtig. Aber ne, da ist natürlich auch noch nicht irgendwie das letzte Wort gesprochen, was das angeht. Das sind ja, glaube ich, irgendwie gerade auch diverse Klagen und weiß ich nicht, was anhängig. Und die Frage ist dann sowieso, ne, also die Natalia meint halt hier, wenn jetzt der DAX als Beispiel ins Minus laufen würde und der Dow ins Plus, dann könnte man den DAX, also wenn man das ganze Jahr spielt, das Ding natürlich immer nur bis zum gewissen Punkt dagegen rechnen. Aktuell wäre es aber tatsächlich leider, also was heißt leider? Aktuell wäre es tatsächlich so, dass der DAX seit Beginn von dieser Geschichte, die ja hier war, das müsste hier oben gewesen sein,
eigentlich wieder dasteht, wo er war. Das heißt, da ist eigentlich gar kein Verlust und sondern nur im DAU ist Gewinn. Ich weiß nicht, wer es durchgehandelt hat bis jetzt. Es waren ja einige dabei, die einfach mit aufgesprungen sind und aber am nächsten Tag auch wieder zugemacht haben. Ich meinte ja, ich glaube, ich würde das Ding wirklich laufen lassen, bis es im Ziel ist, also bis die Korrelation wieder zusammen ist, was dann halt eben rund 2000 Punkte halt sind. Ja. Wie gesagt, ich versuche das gleich mal halt irgendwie nachzubauen. Gucken, vielleicht geht. Naja, hier ist, nee, das hier ist die falsche Version drauf. Hier brauche ich gar nichts zu versuchen, aber ich gucke gleich mal drüben im DAX selber, ob ich das mal schnell nachgebaut kriege noch. So, der Grund, warum ich das halt eben auch direkt nochmal erwähne, ist, dass man daran einfach so ein bisschen besser erkennen kann, was als nächstes an relevanten Punkten tatsächlich funktioniert und was nicht. Und man kann auch natürlich recht gut erkennen, welcher Markt jetzt als nächstes die größere Bewegung macht. Und das war dann halt eben hier oben in der Übertreibung zuerst der DAX runter. Das war dieses Stück hier. Und da habe ich auch gesagt, der DAU wird halt hier mal langsam bremsen. Das war dann halt diese Kerze hier. Und dann sieht man hier, dass der DAX jetzt insgesamt auf der Bremse tritt, während der DAU jetzt hier irgendwie das ganze Ding wieder nachholt. Und das passt natürlich dann insofern dann ganz gut zusammen. Oder wie gesagt, hilft natürlich eben einzuschätzen, was jetzt als nächstes besser läuft und vor allen Dingen halt auch welche Punkte wo reagieren. Und das geht halt dann so lange, bis die ganze Geschichte wieder nahe Null kommt. Und so lange kann man das für meine Begriffe eben auch ausnutzen. Das heißt, wenn ich mir jetzt mal die beiden Märkte nochmal von dem Aspekt her angucke, dann sehe ich halt einfach, dass der DAX immer noch da oben schwebt, der auch hier grundsätzlich eigentlich long ist, ja. Auch wenn wir hier jetzt mal irgendwie kurz runtergegangen sind, das heißt ja nichts, aber generell drückt er da oben schon recht deutlich halt schon wieder da halt an der Decke rum oder zumindest mal in der Nähe. Und wenn ich mir die letzten 2 Tage angucke, sieht das für meinen Begriff jetzt nicht unbedingt aus, als will unbedingt ein neues Tief machen, sondern erstmal halt hier eine Fortsetzung auf den Trend, also in Trendrichtung scheint mir jetzt erstmal wahrscheinlicher. Ich habe hier mal eine grüne Linie eingezeichnet, einfach nur die Lows halt hier von diesen beiden, von der letzten Aufwärtsbewegung hier, von der höchsten. Da haben wir gestern nochmal drüber geschlossen. Das wäre die 15.082. Ab dort wäre für mich wieder Long angesagt. Und viel tiefer sollte ja eigentlich nicht, zumindest dann nicht, das muss man natürlich dann jetzt wieder hier dazu sagen, zumindest dann nicht, wenn der Tag wirklich halt nach oben Long auflösen soll. Und DAU finde ich ganz ähnlich. Der hängt zwar hier am Gap rum, hat sich aber halt hier auch nochmal deutlich. Und da meine ich ja auch spätestens hier unten in dem Bereich, da wird es Gegenwind geben. Und kam dann auch so. Und hier bei der 33.030, da stehen wir jetzt schon wieder 600 Punkte drüber. Und auch wieder eben mit, ja, ich nenne es mal irgendwie Druckrichtung nach oben. Ja. Aber auch das muss man natürlich sehen. Und da hatte ich gestern die 33.479, das wäre halt hier so im DAU mein Wunschrücksetzer, also dass wir halt hier so eine Geschichte da halt irgendwie kriegen und von da dann halt hochlaufen. Und würde natürlich bedeuten, erstmal runter. Wäre halt auch generell sinnvoller, ist ja, sage ich ja auch immer, direkt drauf, bleibt wahrscheinlich nicht oben stehen, direkt runter, auch nicht unten. Deswegen wäre es eigentlich schon gut, wenn der Markt hier erstmal kurz Luft holt. So, jetzt switche ich mal schnell rüber auf das andere Bild. Muss ich erstmal hier mal kurz auf Pause drücken, weil ich hier, wie gesagt, alles manuell machen muss. Das macht es gerade nicht so wirklich einfacher für mich, aber das werde ich schon irgendwie. Irgendwie wird es schon gehen. So, Moment. So, jetzt müsste man hier den DAX sehen, ne? So, die Kasse drückt erstmal nach oben. Jetzt im ersten Impuls ist ja gerade 9 Uhr. Markt hat ja gerade aufgemacht. Aber hier in einer überschaubaren Range. Und gleich kommen dann wieder die Kommentare, die da lauten, was ich mal gesagt habe, bitte schlagt mich, wenn ich wieder den DAX handeln sollte. Aber es ist 9 Uhr. Und da er ja in letzter Zeit recht oft recht anständig läuft, spricht da jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel dagegen. Außer, ich meine, er lässt uns hier wieder im Stich irgendwie mit
Mit einer 20-Punkte-Range, das wäre natürlich sehr schade. So, aber generell, ich würde jetzt hier erstmal shorten, mal irgendwie überschaubar von der Position anfangen. Ne, einfach von dem Punkt raus, dass wenn ich das hier unten mal anguckt im H1, hat er nichts anderes gemacht als jetzt 7, 8 Uhr. Klar, ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig relevant. Also, wie gesagt, kleine Position, dass man die auch noch ausbauen kann. Aber hier sieht man es, ich hoffe, man kann es erkennen. Ne, da oben halt, das sieht schon so ein bisschen nach Umkehr aus. Darf man natürlich nicht überbewerten, weil es ja halt eben nur mal Overnight passiert ist. Das heißt, mit nicht wahnsinnig viel Volumen. Das heißt auch ebenso, der kann es jetzt hier um 9 Uhr nochmal machen, kann auch im schlimmsten Fall ein kleines Hoch nochmal drüber setzen, um dann halt eben dann danach nach unten wegzukippen. Ist vielleicht ein bisschen früh, hier einfach direkt dagegen zu halten. Aber dann nichts anderes sehe ich jetzt momentan erstmal halt hier rein vom Bild. Und als dass es eigentlich gut aussehen würde, wenn der jetzt erstmal unten Luft holt. Und das Ding will ja für meine Begriffe auch steigen. Das heißt, habe ich ja auch gerade gesagt, auch von daher wäre es eigentlich plausibel, wenn wir erstmal unten Luft holen und dann halt eben später oben ansetzen. Kann natürlich jetzt trotzdem sein, dass ich das falsche Timing da am Start habe. Das heißt, einfach nur, dass es genauso passieren kann, dass der Markt halt sich erst oben versucht und dann wieder unten und dann wieder oben. Ja, das weiß ich halt nicht. Ne? Aber wir werden es gleich sehen. Im schlimmsten Fall mache ich den halt dann halt hier mit einem kleinen Verlust zu und dann setzt man nachher halt eben nochmal neu an. Das darf man dann natürlich nicht so eng sehen. Weil gehört ja auch irgendwo so. Was ist der blaue Moving Average? Was? Welche? Ach, hier unten, ja. Das ist ja nur der SMA 20. Ja klar, der wäre eine Unterstützung, aber da waren wir halt noch nicht. Ne? Und da muss man auch immer sagen, so im DAU hätte ich jetzt, glaube ich, eher drauf gebaut, wenn das jetzt hier der DAU wäre und unten der SMA 20, dass wir das zumindest mal reinstechen. Ne? Also ich finde immer, der DAX, der läuft da gar nicht so akkurat nach den Averages, wie man das eigentlich halt bei den amerikanischen Werten eigentlich viel eher sieht. So, aber hier jetzt erstmal nur sowieso kleiner Schlenker nach oben und hier auch genau an der 146 angedotzt. Den hätten wir natürlich jetzt eigentlich nochmal dazu packen können, aber okay. Bin im Webinar morgens nicht immer unbedingt der schnellste, das ist nichts Neues. So, was mich natürlich jetzt schon freut, ist, dass ich halt hier sehe, dass wir hier direkt mit dem Gap schon irgendwie unterwegs sind. Das heißt, die Liquidität, aua. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen für das, dass wir jetzt halt hier die passende Vola kriegen, wie wir sie halt eigentlich brauchen würden für ein ordentliches Webinar. Aber ich will jetzt hier auch mal nicht schwarz malen. Ich habe jetzt hier mal noch irgendwie ein halbes vom Viertel quasi dazugegeben, so dass ich jetzt hier so mit einer Drittelposition jetzt erstmal drin bin. Und aber auch da muss man sehen, ne? So, ob da jetzt kommt da jetzt da oben noch was nach oder nicht. Ich habe auch hier mal das VPOC vom Orkan mal am Start. Das alles hier ist halt grundsätzlich auch so ein bisschen Testumgebung momentan, ja, weil die Beta ja in der Mache ist. Und dazu gehören natürlich eben auch die Add-ons dazu. Aber nichtsdestotrotz sehe ich halt hier dann eben auch den VWAP, ne? Also rein vom echten Future-Volumen an. So oder so, für diejenigen, die vielleicht hier neu dabei sind. Bei mir sieht man halt immer, oder in der Regel sieht man bei mir den CFD-Chart. Aber halt eben mit dem Volumen vom Future und mit dem VPOC-Add-on ist das Ganze nochmal dahingehend nach oben optimiert. Kann man eigentlich nach unten optimieren? Ich glaube es nicht. Dahingehend optimiert, dass ich halt hier auch jetzt noch zusätzlich den VWAP drin habe, der eben auch aus dem Future gerechnet ist, was ohne das VPOC halt nicht funktioniert. So, Trade wäre schon irgendwie 2 Punkte im Plus, 3, 4, wie man sieht. Aber ich will jetzt hier auch nicht nach dem Motto, ja, 2 Punkte nehme ich mit und dann habe ich recht gehabt. Nee, ich versuche hier schon die Bewegung nach unten hin mitzuverfolgen.
wenn er das denn dann macht, ne? Weil ich glaube aber halt eben schon, wenn wir jetzt hier einmal da unten durchstechen, hier das Kassagap oder den Kassaschluss von gestern erreichen, dass wir dann auch nochmal eine Etage tiefer gehen, auch wenn hier der SMA 20 auf die Stunde bezogen kommt. Kann ich ein bisschen größer machen, mal kurz. Und dann sollten wir schon hier unten in dem Bereich nochmal kommen, ne? Ich habe ja auch gerade gesagt, im Daily ist es, glaube ich, die 15.082, die wir da eigentlich erreichen sollten und wo er eigentlich gar nicht viel tiefer muss. So, und das heißt, wenn wir da jetzt hinlaufen, dann würde ich da mal gucken, entweder mache ich den sofort zu oder ich gucke, ob er noch ein bisschen unten durchdrückt oder auch nicht. Aber weil er das eigentliche halt schon so long wäre dann halt ab dort. So, wir machen jetzt hier das Kassa-Gap jetzt erstmal zu. Und ein Kassa-Close von oben ist in der Regel halt nicht bullish, also zumindest nicht im Impuls, ne? Das heißt, da fehlt noch irgendwie ein kleines Stück. Und wenn wir da erstmal sind, und da sollte es eigentlich noch einen Schuss nach unten geben, sollte, ne? So, wehrt sich hier so ein bisschen doof, steht immer noch in der Mitte. Das heißt, das könnte wieder eine Geschichte werden, die ein bisschen länger dauert als geplant. Ich will es nicht hoffen, ja. Und auch nicht beschwören, aber das wäre jetzt dann halt leider auch nicht das erste Mal, dass es so ist. So, auch hier im M5 sehen wir halt eben ja auch eine recht deutlich erste Aufwärtsbewegung. Wir stehen auch hier natürlich jetzt unter der Eröffnung, weil es ist ja nichts anderes hier im M5, die Eröffnung vom Kassamarkt selbst. Im SMA 20, im H1 stehen wir hier auf dem SMA 20, aber auch der, wie gesagt, der kann schon ruhig ein bisschen durchstechen und wir haben ja eine Stunde Zeit, das Ding wieder nach oben aufzulösen. So, die 15.082. Das wäre dann hier in dem Bereich müsste das sein, genau. 15.082, weil eben. Ach komm, schalt doch um. No, das ist halt eben nur das Low von dem hier von dem Tag, der halt eben das letzte High hier gemacht hat, was da nochmal gekauft wurde und deswegen. Fände ich das eigentlich ganz schick, wenn wir da mal kurz drauf aufsetzen. Wie gesagt, tiefer muss es eigentlich gar nicht laufen. Würde schon reichen. Und der Dow hat nach unten ein bisschen mehr Luft. Und eben auch deswegen, ja, weil der Dow, wenn er jetzt diese Bewegung machen sollte, weil das war für meine Begriffe gestern halt die nennenswerte Hürde, wo er auch am Anfang recht deutlich ja, sich damit befasst hat. Die aber gekauft wurde, auch hier SMA 20, hier aufsteigen, das passt eigentlich gut zusammen. Das heißt, wenn der Dow das machen sollte, der natürlich hier noch irgendwie 130 Punkte von hier bis da unten hin hat, würde das auch insofern zusammenpassen, wenn der DAX sich insgesamt zurückhält und aber eben auch zu der Annahme, dass wir da mal kurz durchstechen können und dann kann der da auch erstmal eigentlich hängen bleiben, bis es danach halt wieder in die andere Richtung geht. Aber das ist eben der Korrelation auch so ein bisschen geschuldet, dass das halt eigentlich so durchaus laufen könnte, ja. Und beziehungsweise der DAX kann sich generell schon ein bisschen deutlicher nach unten drücken. Aber wie gesagt, ich gehe eigentlich eher davon aus, dass die Märkte halt im Laufe des Tages dann doch eher nach oben tendieren, als jetzt die ganze Zeit nur nach unten. Und deswegen finde ich jetzt die erste Bewegung nach unten völlig legitim. Und richtig. So, das Kassa Gap ist zu. Ich sichere hier jetzt mal kurz ab und guck mal, ob wir jetzt hier noch irgendwie einen Schuss dann nach unten kriegen. Würde ihn aber hier tatsächlich erstmal direkt komplett drehen. Und wenn es auch nur für einen Impuls ist, der muss da nicht komplett zurücklaufen, ja, direkt ab hier. Aber wäre jetzt für mich jetzt erstmal die nächste relevante Stelle. Also hier im H1 habe ich gerade gesehen, ich mache mal einen hier weg. Gerade hier echt so aus dem Augenwinkel, den habe ich so ein bisschen übersehen. Wir haben hier ein Tief, ne? So ein Support, das meinte ich an der Stelle. Ne, den habe ich gerade so ein bisschen übersehen, deswegen habe ich jetzt hier mal kurz eins rausgenommen. Und da sieht man auch so ein bisschen Reaktion jetzt gerade, ne? Und wo er eigentlich so ein bisschen zu hoch auch jetzt schon reagiert. Eventuell hätte man den da mal kurz ganz rausnehmen müssen und dann halt hier wieder ansetzen als Beispiel. Aber man käme jetzt ja auch noch mal rein, wenn er jetzt hier nicht unbedingt weiter drüber wegläuft.
sondern wir hier jetzt eventuell dann nochmal einen kleinen Schuss nach unten kriegen. Hoffentlich ohne hier oben direkt den Stop rauszunehmen. Bin mal gespannt, wie halt hier die ganze Geschichte um 9:15 Uhr sich erstmal darstellt. Aber es kann halt einfach sein, dass wir jetzt hier so insgesamt auf der Stelle rumtanzen, was jetzt nicht so wahnsinnig außergewöhnlich wäre im Webinar. Das sieht ja hier schon so ein bisschen danach aus, leider. Aber dass der halt, man kann natürlich auch sagen, ja gut, komm, neues Hoch machen wir eh nicht. Ist aber für meine Begriffe auch so ein bisschen vermessen, weil das weiß ich nicht, ne? Aber also kann man schon machen, sollte man sich aber dann irgendwie, wenn man sowas macht, mit der Size zurückhalten, weil ich weiß nicht, ob der Markt das macht. Ich sage nur, ich vermute es, weil es erstmal plausibel wäre. Ja? Und das kann aber natürlich auch dauern. Und es kann natürlich, wenn ich das so mache und jetzt daran halt auf Biegen und Brechen festhalte, dann halt eben sein, dass ich hier jetzt wieder mit null rausgehe. Und wäre möglich. Ich will halt jetzt hier nur kurz vermeiden, dass ich halt da oben einfach nur blöd weggespiked werde. Also wenn ich den Stop hier hinsetze und hau den lieber jetzt mal, schieb den lieber erstmal kurz oben drüber und warte mal ab, wie 9:15 Uhr aussieht. Weil ich würde behaupten, wenn wir 9:15 Uhr da unten stehen und dass wir dann auch noch eins dran setzen. Das heißt, da würde ich dann halt eher zum Beispiel mal sagen, gut, da schiebe ich mal halt einen Trading Stop hinterher. Hier den TA6, weil wir nicht viele Ticks haben. TA6 ist der Durchschnitt gerechnet auf 6 Ticks, also ähnlich wie ein Moving Average, muss man sich das vorstellen. Also wie ein gleitender Durchschnitt, nur dass der eben nicht auf die Kerzen bezogen ist, sondern auf den Tick, also auf die kleinsten Bewegungen halt im Chart selbst, im Markt selbst. Ne? So, hier sieht es so ein bisschen wüst aus. Das sind ein paar Sachen zu viel drin, aber hier sehen wir halt in Rot und Blau, wie sich hier verändert den VWAP. Also auch von daher wäre das halt jetzt auch nicht ungewöhnlich, wenn wir nochmal kurz an den VWAP springen und dann halt wieder die eigentliche Richtung aufnehmen. Deswegen ist der Stop so ein bisschen knapp da oben. Dann müsste man eigentlich eher sagen, ja gut, ich habe jetzt hier irgendwie 20 Punkte und dann nehme ich die halt mit. Ne? Aber wie gesagt, ich würde halt schon gerne mal rausfinden, ob wir das Ding nach unten rausgeschickt kriegen, ein paar Meter oder nicht. Und wenn wir jetzt halt natürlich 9:15 Uhr wieder an der Öffnung, also hier dann halt stehen, dann sollte man, glaube ich, erstmal zumachen und dann wieder gucken, ob man den ein bisschen außerhalb von dieser kleinen Range, die jetzt hier bastelt, nicht dann doch nochmal besser zu greifen kriegt. Ich hätte ihn vorhin eigentlich hier oben bei der 146 verlängern müssen. Die habe ich ja kurz verschlafen. Und dann wäre es jetzt natürlich ein bisschen netter. Dann hätte man wirklich hier genau das Hoch auf den Tick genau. Aber so kann man sich das dann halt skalieren und dann halt irgendwie gucken, dass man eben mit einer skalierten Position da halt ein bisschen was zusammenkriegt. Ne? Wobei natürlich jetzt hier in dieser Range ist es halt ja überschaubar, ne? Von dem, was dann da halt jetzt rauskommt. Aber generell, mal gucken, ob das wieder aufgeht. Also ich habe ja gesagt, ein Gap Close von oben ist nicht bullish, zumindest schon mal im Impuls nicht. Das heißt, das Ding ist zu. Eigentlich müsste daraufhin noch ein neues Tief folgen. Aber es wäre ja nicht der DAX, wenn darauf einfach irgendwas ganz anderes kommt. Oder der Markt hat einfach nur auf der Stelle hin und her läuft. Ne, weil allein von der Form von dieser Kerze her, hier, auch wenn es nur der M5 ist, ne, das ist aber halt schon so ein bisschen typisch, dass der erstmal wieder nach oben reagiert. Von daher ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn das jetzt nochmal irgendwie mehr Zeit kostet und der M15 sieht auch so ein bisschen zu einladend short aus. Von daher mal gespannt, ob die Geschichte jetzt wirklich noch vernünftig aufgeht oder nicht.
Ich würde jetzt aber trotzdem Folgendes machen. Ich würde den jetzt hier nochmal hinziehen. Ne? Also jetzt hier einfach an die Eröffnung, beziehungsweise nur knapp drüber. Weil nicht, dass wir jetzt nochmal einen Schuss nach oben rauskriegen und wir nochmal das hoch antesten und nur um danach nochmal an der Stelle zu stehen, dann habe ich hier wenigstens ein paar Punkte drin. Weil hier passiert ja leider irgendwie gerade so ziemlich nichts. Ne? So, ich mache die auch mal aus, die brauchen wir nicht. Das ist ja hier das X-Frame, was mir einfach nur mehrere Timeframes bündelt. Und ich mache jetzt Folgendes. Ich mache den jetzt erstmal weg. So, die paar Punkte nehmen wir jetzt mal mit. Und weil wir stehen jetzt ja hier schon wieder an der Eröffnung rum. Ne? Also bevor ich hier echt ein Déjà-vu habe von dem Live-Trading von letzter Woche, wo wir wirklich bis, keine Ahnung, 9.50 Uhr wirklich nur auf der Stelle standen, mache ich den jetzt lieber mal zu und habe dann halt hier eben ein paar Punkte mal kurz irgendwie drin und gut ist. Ne? Waren dann jetzt umgerechnet irgendwie 12 Punkte. Hätte man natürlich auch hier unten im Schuss da mitnehmen können, aber hätte. Ne? Bringt ja alles nichts. Man muss ja dann auch irgendwann mal eine Entscheidung treffen und sagen, so gut, jetzt ist es dann halt eben so. Die Paare sind jetzt halt eben drin. Und gut. So, hat irgendjemand eine Position auf? Oder das vielleicht mitgemacht? Ich würde jetzt nämlich trotzdem mal hier unten nochmal den... Der Lutz hat immer die besseren Entries als ich. Ich glaube, der Lutz muss hier mal das Live-Trading übernehmen. Bei der Eröffnung Short, ja. Also, wahrscheinlich auch immer noch richtig, ne? Aber dauert mir zu lange. Also, ich lasse jetzt hier mal die 082 da unten noch liegen. Würde jetzt halt nur den Stop auch nochmal ein bisschen höher ziehen. Erstmal, also 10 Punkte ist natürlich viel zu knapp. Und weil ich den ja halt auch eigentlich ja nach oben haben will. Das heißt also, eigentlich ist ja das ja halt der Reaktionspunkt aus dem Daily da unten an der Stelle. Und von daher ist das schon eigentlich ja halt in die Hauptrichtung, in die ich ja eigentlich laufen will, macht das schon Sinn. Auch wenn man jetzt hier zum Beispiel im H1 nochmal guckt, ne, 15.097, das wäre halt hier unter dem letzten Spike hier so ein kleines Cluster, wo wir von oben reinstechen. Für meine Begriffe macht das absolut Sinn, dort erstmal den Long hinzusetzen. Und hier sieht man, und da hat ja auch vorhin, ich weiß nicht mehr, wer es war, ja auch geschrieben, ist der blaue MA nicht auch schon wieder ein Support? Der selbst nicht, ne? Aber generell ja. Und das sieht man ja hier auch ganz schön. Ne? Also das heißt, der biegt sich halt von unten nach oben. Hier haben wir halt einen Support, den ich am Anfang zunächst übersehen hatte. Und von daher ist das Bild, wie wir es jetzt haben, dann auch soweit okay. Ne? Also das heißt, völlig legitim, dass der Markt da reagiert. Und der Achim fragt, wo kommen die 0,82 her? Habe ich vorhin gezeigt. Zweimal sogar schon. Aus dem Daily. So, dann gucken wir mal kurz nochmal in den Daily auch rein. Das ist so ein typisches, ne, Nelson, Live-Trading-Bild. Morgen zu den Tag. Hat Tradition bei uns. Das hat Tradition, guckst du dir seine an. So, von 119 bis 109, 10 Punkte Range. Ja, wunderbar, ne? Das ist total geil. Okay. Aber das hat wirklich Tradition, das hast du echt auf den Punkt gebracht. Könnte jetzt natürlich todesmutig noch eine reingeben, ich lasse es erstmal kurz. Ich versuche mich zusammenzureißen. So, also 0,82 hier, letzte Aufwärtsbewegung gestern und vorgestern zurückgekauft. Also hier diese Supports, deswegen will ich da eigentlich gerne mal hin und dann mal rauf. So, was macht denn der Dow zwischendurch? Ich gehe mal hier kurz auf den H1. Hier kann ich auch mal umschalten, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas drin ist.
So, der macht eigentlich nichts anderes, hängt hier auch an seinem SMA20. Irgendwie klebt er halt fest in einer super Mini-Range von letzter Nacht. Das heißt, ich mir das mal angucke, hier oben Außenstab gebrochen. Da waren wir gar nicht dran, oder war er schon dran? Ja, doch, knapp. Ja. Mit der, was mir eigentlich immer auch wieder auffällt, was ich total schräg finde, ist, egal in welchem Bereich der DAO sich bewegt, alles, was mit 666 am Ende zu tun hat, ist immer in irgendeiner Form relevant. Hier ist jetzt 669, ja. Aber wahrscheinlich war das High, ja, hier, ne? Genau bei 666. Das ist immer, macht sich auch irgendjemandem Spaß draus, glaube ich. Aber das ist wirklich in jedem Tausender-Bereich, habe ich das bisher so gesehen, in jedem. Auf jeden Fall, gut, das wollte ich eigentlich gerade nicht, sondern wollte halt sagen, ja, hier oben macht Sinn, dort erstmal zu reagieren. Wir haben halt, das ist von gestern 20 Uhr. Ich nenne sie immer die Alkoholiker von der Wall Street, weil man immer so den Eindruck hat, dass die nach der Mittagspause irgendwie oder in der Mittagspause ein bisschen zu viel gesoffen haben. Und wenn sie dann zurückkommen und dann macht der Markt manchmal ganz abgefahrene Bewegungen. So, auf jeden Fall ist das für mich die Alkoholikerkerze von 20 Uhr im H1. Auch hier auf jeden Fall eine Umkehr. Und deswegen macht es natürlich auch Sinn, wenn der Markt sich die halt nochmal anguckt und dann hier unten den Bereich nochmal irgendwo auslotet, ne? Also hier das letzte Low. Und da sind wir halt eben auch ganz genau bei der 479, die ich ja auch im Daily auch gerade genannt habe. Und das halt eben, weil das gestern so der Punkt war, der für mich am relevantesten war. Man sieht es ja auch hier, ne? Sind hingelaufen gestern und dann einmal ein bisschen deutlicher gescheitert. Erstmal, das müsste die Eröffnung dann auch gewesen sein. Und dann hat er sich da halt durchgeschoben. So, eigentlich auch schon rückbestätigt jetzt um 20 Uhr. Das heißt, so oder so ist das eigentlich, ja, die hatte dann vielleicht nicht so viel mit Alkohol zu tun, diese Kerze. Aber von daher eigentlich schon mal richtig. Das heißt also hier den Widerstand, den eigentlichen Widerstand aus dem Daily, nachdem er gekauft wurde, erstmal bestätigt. Bisschen knapp, das heißt, der könnte da schon noch mal hin und deswegen halte ich das auch nach wie vor für gar nicht so falsch, darauf zu bauen, dass wir dann halt eben so eine Bewegung dann halt heute irgendwie kriegen könnten. Ne? Da auch mal ein bisschen kräftiger noch mal reinstechen und dann halt sowas. Ne? Wäre jetzt nicht irgendwie wahnsinnig außergewöhnlich, wenn der Markt uns das bietet. Also meine Lampe flimmert hier. Aber hat natürlich den ganzen Tag Zeit, ne? Also wenn mich das hier anguckt, ist ja irgendwie auch alles beantwortet, ne? Also von wegen, was jetzt hier die Vola angeht, auch jetzt hier irgendwie zu shorten, ich weiß es nicht, ne? Also kann gut gehen, kann aber auch einfach sein, dass es nur super nervig wird und ich bin hier bis 10 Uhr oder halt auch im ganzen Morgen gar nichts zusammenkriegen. Im DAX sehen wir hier auch links im H1, was der jetzt mittlerweile macht, steht jetzt wieder über der Eröffnung. Ne, steht halt hier einfach jetzt auch nur auf der Stelle rum. Von daher war es jetzt, den Short zuzumachen, gar nicht so schlecht. Besser wäre natürlich gewesen, den da unten im Spike zuzumachen. Aber gut, zu ist zu. Und plus ist plus. So, die Knoppers-Fraktion. Meinst du, der Lütz hat hier geschrieben, so wird wahrscheinlich besser. Ich weiß es nicht. Also wenn nicht irgendwelche Zahlen kommen, da hat doch jemand vorhin 10:30 Uhr, 9:30 Uhr gibt es irgendwelche Zahlen. Was kommt da, Nelson? Weißt du das? Ja, kann ich hier sofort sagen. Ich hatte es gerade eigentlich schon aufgehabt. Ich habe es aber hier nur in Englisch. Consumer Climate, also Einkaufsmanager Index kommt heute auch noch, genau. Ja, okay. Naja, keine Ahnung, ob das was bringt. Sind das deutsche News oder Ami News? Deutsche, oder? Europäische. Nein, nein, da kommen die Deutschen raus. Die Französischen kamen gerade schon raus. Okay.
Heute kommen einige raus. Okay. Ja, kann man ja mal gucken, ne? Also, wo wir jetzt da irgendwie eine Auswirkung, ob wir überhaupt eine kriegen, ne? Das steht ja auch nochmal auf dem anderen Blatt. Weil, habe jetzt auch nicht in Erinnerung, dass die in irgendeiner Form so wahnsinnig relevant sind. Oder, beziehungsweise was heißt relevant? Also, dass die halt wahnsinnig viel Bewegung machen. Doubt it a little. So, aber trotzdem gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir dann nochmal irgendwie einen Impuls in irgendeine Richtung und können damit was anfangen. Who knows? Und aber der Markt ist halt, das ist halt jetzt reine Spekulation. Ich bin ja immer grundsätzlich ein absoluter Freund davon, vom Newshandel, weil ich halt finde, das ist eigentlich immer total einfach. Und vor allen Dingen, weil man halt ja auch eine Richtung oder wenn, dass der, weil der Markt ja erstmal auch eine Richtung halt einnimmt und dann eben auch Strecke macht, ne? Und wenn man dann da nicht irgendwie gerade eine Slippage hat von keine Ahnung, wie viele Punkten. Und ist das eigentlich immer recht ungefährlich. Und man muss halt im Zweifelsfall natürlich schnell sein. Das ist natürlich halt auch klar. Aber das kann man ja auch automatisieren. Ja, Was ist denn der das? Lutz sagt, der Lutz schreibt hier auch, die Lagarde spricht heute auch noch, aber der hat auch die letzten, gefühlt die letzten 3 Tage auch schon gesprochen. Das hat Ja. irgendwie keinen interessiert, also von daher. Ja, deutsche News ist sowieso immer so ein bisschen schwierig, ne? Das ist so. Bei den Amis, wenn die kommen mit Inflationsdaten, dann knallt es gerne mal 1000 Punkte rauf und runter. Oder eben auch die NFPs. Sage ich doch, Ziege versteht keiner. Ja. Was ist der, fragt der Thomas noch hier, was ist der rote? Ach, das ist mein Antifreund, der ehemal 200. Müsste das hier auch wieder sein. Das ist immer die Stelle, wo der Markt sich komisch bewegt. Das muss ich. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Also wir machen jetzt nichts anderes, als jetzt mal kurz warten, ob wir dann halt hier irgendeine Auswirkung, einen Ausschlag besser gesagt, halt kriegen. Also im M15 mal ganz blöd, mal ganz simpel. Wir haben halt eine Kerze, ne, rein vom Bild her sieht das für mich definitiv nicht long aus jetzt hier. Wir sind da oben in dieses Cluster einmal reingelaufen, haben einen auf den Deckel gekriegt, haben hier sogar ein kleines neues Tief gemacht und der Markt läuft jetzt hier einfach nur nochmal an die Öffnung in die Mitte zurück und mehr nicht. Aber generell, ne, ist das halt, das sieht man ja allein schon in der Farbe, erstmal die Richtung nach unten. Von daher gibt es gar keinen Grund, jetzt hier long zu gehen oder so, ne? Also nicht hier. Auch wenn ich generell long will, hier nicht. Und sowas jetzt hier zum Beispiel halt so ein EMA 200 in der Mitte, beeindruckt mich jetzt gar nicht. Wie gesagt, das ist für mich immer nur so die Stelle so, der Markt tritt so ein bisschen hin und her da gerne mal. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ne? Aber das ist eben das, was ich da halt immer sehe. Und das Ding ist halt immer, darf man nie vergessen, jeder EMA kommt zum Kurs. Jeder und auch jeder SMA. Kann man immer Zahlen einstellen, wie man will. Man wird immer irgendwas glauben zu finden. Aber in Wahrheit ist es ja nichts anderes als eine Kurve, die dem Markt hinterherläuft. Ne? So, das sind die News. 3 Punkte Gap. Und das war es dann schon. Oder kommt noch ein bisschen mehr? Nicht so ungeduldig. Ja, das ist doch. Wie lange brauchen die denn, um auf den Knopf zu drücken? Das ist irgendwie 20 Sekunden vorbei. Die Zahlen kamen gemischt rein. Die Leute was? Ich sag, die Zahlen kamen gemischt rein. Ja. Ja, also Markt steht rum. Ich würde jetzt mal gucken, wenn wir jetzt hier wenigstens noch eine lange 2-Minuten-Kerze kriegen sollten. Bei 2 Minuten ist wahrscheinlich schon viel zu lange gedacht hier. Dann würde ich da mal nochmal irgendwie einen Shorty da unten dran packen. Aber das ist irgendwie sinnlos. Ja, vielleicht sollten wir echt irgendwie die Webinare auf nachmittags legen.
Weil das hat ja, kriegt ja hier mittlerweile ja wirklich schon irgendwie Methode. Ne? Also, dass wir hier halt immer 20 Punkte rauf und runter nur noch rumdaddeln die meiste Zeit. Und überhaupt, ich meine, wir reden hier über 10. Ne? Ja, also können wir gerne planen. An mir scheitert es nicht. Ja, 10 Punkte Range, das ist ja irgendwie, das macht ja keinen Spaß. Ich reg mich hier immer im Kopf vom Kragen und habe die Teilnehmerzahlen im Auge und hoffe, dass nicht zu so viele einschlafen. Und kann es natürlich auch verstehen, wenn der eine oder andere sagt, ja, boah, nee, brauche ich nicht. Ja, ist zu langweilig, aber auch wenn es nicht in meiner Verantwortung liegt, wie der Markt sich bewegt, aber trotzdem fände ich es natürlich dann auch schöner, wenn Werner, man eben hier bleibt. das wird wehtun, wenn ich den Dirk nächstes Mal sehe. Was? Ja, lies mal den Kommentar von Werner, Also, schlag mich, wenn ich handle, DAX, ja. Das ist ja das, was ich am Anfang schon sagte. Das ist schon richtig, ne? Aber der DAU ist ja gerade nicht besser, so wie ich das sehe, ne? Der macht ja auch nichts anderes als hier irgendwie als nichts, ne? Als nichts zu tun. So, von daher würde ich hier auch mich nicht trauen anzupacken. Auch wenn der irgendwie gerade nach unten rumdrückt, aber das ist alles, das ist viel zu wenig, ne? Von der Vola, aber auch vom Volumen her. Da geht ja irgendwie nichts durch. Das sieht man schon hier an der Kontraktanzahl. Zwei Kontrakte, zwei, zwei. Ne? Also was halt hier um den Bid und Ask direkt drumherum liegt. Also nix. Und dann halt hier noch auf einem R1 beziehungsweise S1, wo er gerade drauf rumsteht. Das wird gerne mal genommen, um irgendwie halt überhaupt eine Range erst wieder anzufangen. Ja, S&P steht auch, sagt der Martin gerade. Ja, dann Ja. schau mal, ob du den nächsten Termin, müsste glaube ich der 7. Februar sein oder so. Ob wir das dann, ob du nachmittags Zeit hast, dann würden wir das doch mal ansetzen. Ja, ich gucke gerade mal. Sorry. Moment. Ich habe immer so einen trockenen Hals. Da ist der Nachteil beim Kaffee trinken, ne? Würde gerne mal ein bisschen irgendwie. Was wollte ich gucken? Genau, wir sind doch hier. Habe ich da eine falsche Kurve drin? Nö. Weil die sieht ja hier irgendwie ganz anders aus. Nur gerade gewundert, wieso. Dann muss das hier ja irgendwas anderes sein. Gar nichts. Okay. Ach, okay. Deswegen sieht er anders aus. Ja, so ist das schon richtiger. Hier, ne? Hier sieht man, am R1 würde ich mich nicht trauen, weil der gerne mal irgendwie genutzt wird, überhaupt eine Range irgendwie halt dann auch zu etablieren. Nur, dass der da halt einfach drunter fällt. Funktioniert irgendwie ganz oft ganz nicht. Also vor allen Dingen, wenn die Vola und das Volumen zu klein sind. Ist nichts, ne? Ja, ne? Klar, schreibt ja Martin ja auch. Nicht schlecht, wenn es vormittags nicht geht, dann spontan nachmittags. Ja. Aber ich muss ja auch so ein bisschen planen und habe natürlich dann auch den Tag gerne mal voll. Heute würde es zum Beispiel überhaupt nicht gehen, weil ich nachher halt irgendwie auch noch eine längere Session vor mir habe und heute Nachmittag schlicht und ergreifend auch gar nicht da bin. Also das heißt, das muss man schon vernünftig planen. Weil ich ja auch nicht nur handle, sondern es ist ja eher fast so, dass Handeln, also zumindest mal derzeit komplett nebenbei nur stattfindet. Ne? Es gibt natürlich Zeiten, wo ich da nichts anderes mache, aber momentan ist es tatsächlich so der geringste Anteil. Aber gut, so, bringt ja alles nichts. Ich habe jetzt auch keine großartige Motivation, jetzt hier zu warten, ob der Markt sich jetzt dann halt nochmal dazu entschließen kann, ein paar Punkte runterzukommen oder nicht, weil wir wackeln hier nur auf der Stelle rum und von daher wäre ich dann auch schon fast Freund davon zu sagen, ich mache jetzt hier noch irgendwie, es geht hier das nochmal, was das Ganze werden soll und dann können wir hier auch Feierabend machen. Weil ne, es war halt tatsächlich auch beim letzten Mal das gleiche in Grün, das heißt, wir haben auch irgendwie eine Bewegung nach oben ein bisschen, nach unten ein bisschen, dann
zackert der Markt dann halt irgendwie bis irgendwie 10 Uhr auf der Stelle rum. Und nach 10 Uhr, 10:30 kommt dann irgendwann die Bewegung, die er halt eigentlich machen soll. Und da stellt sich schon eher auch die Frage, aber vielleicht muss man gar nicht Nachmittag, vielleicht macht man einfach das Webinar eine Stunde später, wenn der Markt danach sein Bild voll macht. Also aber auf jeden Fall den DAX in eine Stunde rein zu quetschen und da halt vernünftig irgendwie die Bewegung rauszuziehen, ist irgendwie relativ überschaubar von der Chance, dass es aufgeht. So, nichtsdestotrotz, noch läuft das Ding, noch sind wir nicht ganz fertig, aber nur noch mal zum Verständnis eben auch. Also 082 wäre der Punkt, wo ich gerne hin würde. Wenn das sich jetzt hier wirklich bewegen, mal gucken, ich lasse mich ja auch gerne eines Besseren belehren. So, 082, eigentlich aber für Long, kommt direkt wieder zurück, ne? Sah nur so aus. Für Long, weil es halt einfach das letzte Tief ist im Daily, beziehungsweise nicht das letzte Tief im Daily, sondern halt hier oben die Range, die er hier gebildet hat im Daily. Von daher würde ich, oh, hier sieht man es ja auch nochmal. Von daher ist das der Punkt, den ich für interessant halte. Ne? Also ab hier, Aufwärtsbewegung. Und dass wir eben so eine Geschichte halt heute kriegen, also dass er halt ab hier möglicherweise das macht, weil viel mehr sollte der für meine Begriffe nicht korrigieren, ne? Weil hier war das Ganze supported, hier nochmal, hier dann zwar verkauft, aber eben zurückgekauft und gestern nochmal bestätigt, von daher soll der nicht weit darunter und einfach aber gerne mal hier kurz irgendwie Anlauf nehmen, weil es halt eben zum DAU passt. Und dann nach oben ziehen. Aber das andere Problem ist, weil es halt zum DAU passt, kann es natürlich sein, dass eben auch erst heute Nachmittag kommt und jetzt halt einfach gar nichts mehr bis heute Nachmittag. Ne? Das ist halt so ein bisschen die Gefahr dabei. Ne? Und deswegen liegt auch hier eben die Order. Die würde ich dann auch nachher auf jeden Fall deutlich größer machen. Aber das war jetzt hier erstmal auch nur gedacht für den ersten Impuls, falls das macht, weil ich ja davon ausging, dass wir es von der Kasse, also hier von 121, doch wenigstens 40 Punkte hier runter schaffen. Aber das war wohl zu positiv gedacht. So, meine Lampe macht hier ganz komische Sachen. Sieht man das im Bild? Wahrscheinlich nicht, ne? Die wechselt hier irgendwie die Farbe. So, und im DAO halt eben genau ähnlich. Und da auch nochmal abschließend, ne? Hier dieser Support, der da gestern halt gekauft wurde, erstmal reagiert hat, der Widerstand dann gekauft wurde, sollte jetzt zum Support werden. Das heißt, wir müssen uns nicht akkurat hier an diesen Dip halten von 8 Uhr, sondern können auch einmal kurz da reinstechen, nur viel tiefer, dann halt doch bitte besser nicht mehr. Ne? Sondern aber da wäre hier halt auch jetzt erstmal der relevante Bereich. Und selbst wenn, da würde ich halt auch echt drauf wetten, selbst wenn der hier durchfallen sollte, oder sollte es so aussehen, als würde er durchfallen? Ich glaube nicht, dass der das tut. Dann wäre es halt eher so ein typisches Phishing, da unten irgendwie wegprügeln, bis keiner mehr dabei ist, bis keiner mehr Lust hat. Ja, hier so, keine Ahnung, bis in welchen Bereich rein, nur eine Richtung, dass er dann halt eben danach wieder raufzieht. Also das würde ich halt echt tippen. Ich glaube nicht, dass der, wenn er von da oben herunterkommt, einfach so hier durchfällt und dass man mit der Position nicht mehr klarkommt. Und deswegen habe ich die halt auch im Auge. So, DAX hat nur so getan, als würde er runterfallen. Wir stehen hier wieder ganz genau an der gleichen Stelle wie davor auch. Super langweiliger Markt für die Eröffnung, aber das ist halt eben die Realität. Ne? Was soll man machen? Aber generell, ich würde es mal so im Auge behalten und ich kann ja auch morgen im Blog mal nochmal was dazu schreiben. Ich werde es ja dann sehen, auch wie die ganze Geschichte aufgeht. Aber hier handeln zwischen 9 und 10 Uhr scheint mir dann doch immer schwieriger zu werden. Leider. Gut, ja, Stunde später, ne, man weiß es halt einfach nicht. Ne? Da haben wir auch schon erlebt, dass das Ding halt einfach dann wirklich nur blöd rumsteht und dann auch nichts kommt. Müsste eigentlich im DAX so ein 4-Stunden-Webinar machen, so dass wir zumindest die 12 Uhr noch drin haben, dann am besten gleich die 14:30 mit, ja, und dann auch gleich
den US-Markt dazu, dann ist es halt gut, ja. Aber ich kann mich hier nicht 4 Stunden hinsetzen. Ich glaube, es hält aber auch keiner aus, mich 4 Stunden im Monolog reden zu hören. So, also, so sieht die ganze Geschichte aus. DAX einmal runter, einmal rauf, bitte. Dauer das gleiche in grün, ja. Und ob der dann da oben durchgeht, ja, das weiß ich natürlich nicht. Ich sage halt nur, das sind für, aus meiner Sicht eben relevante Punkte, die man heute handeln können sollte. Und mehr weiß ich halt auch nicht. Und es kommt natürlich immer darauf an, wie geht der Markt damit um? Folgt er der Idee? Und wenn wir jetzt aber als Beispiel Dow hier runter aufsetzen und dann da oben hinziehen, dann läuft er wahrscheinlich auch weiter. Und dann hat man einfach bessere Chancen. Aber hier aus dieser Range darauf, glaube ich nicht. Ne? Das sieht irgendwie, man sieht ja, kommt ja hier nicht weiter die ganze Nacht. Gut, alright. Also damit hätten wir dann wenigstens die Stunde voll. Und glaube, es ist aber auch okay, weil es ist ja keiner damit geholfen, wenn wir jetzt hier einfach nur auf den Schirm gucken. Keiner sagt mir was. Und wir suhlen uns hier in Langeweile. Das brauchen wir nicht. Dann sage ich an der Stelle Dankeschön, dass ihr alle dabei gewesen seid. Ich hoffe, der Nelson ist mir nicht böse, dass ich jetzt dicht mache. Aber ich glaube, das Nee, kann man ja auch überhaupt einfach nicht. so. Und ich finde es auch Ja. nicht, wenn der Markt das nicht hergibt, dass es nicht Ja. langweilig ist mit dir. Und so ist auch das Feedback hier im Chat. Von Genau, wir daher haben ja ein paar macht Punkte ihr da rausgeschrieben. diesbezüglich keine Sorgen, genau. Ja. Von daher war ja soweit, glaube ich, war es ja nicht falsch, was ich gesagt habe. Bis jetzt erstmal sind ja ein paar Punkte rausgekommen. Und mehr ist es dann halt eben auch manchmal nicht. Ne? Man hätte jetzt irgendwie in der Spitze hätte man auch über 20 mitnehmen können. Da war ich vorhin ein bisschen langsam. Aber so sind es dann halt eben 12, 13. Und für das, wie der Markt hier aussieht, ist völlig okay. Finde ich auch. Definitiv. Also. Nächstes Mal 8 Stunden Live-Trading mit Dirk. Bringt auf jeden Fall genug Sitzfleisch mit. Genau. Nee, Ja. super. Also Dirk, vielen, vielen Dank. Ich glaube, du siehst ja auch die Feedbacks hier im Chat. Und vielen Dank an alle, die dabei waren. Der Werner spendiert dann Kaffee nächstes Mal. Sehr gut. Genau. Ja, 7. Februar wäre dann der nächste Termin. Dirk entscheidet, ob wir das weiterhin Viertel vor 9 machen oder vielleicht auch eine andere Zeit. Das werden wir dann aber natürlich kommunizieren. Ja. Ich spreche jetzt mal für uns, Dirk. Wir wünschen allen natürlich noch viel Erfolg für die Woche, einen erfolgreichen Tag. Bleib gesund und Dirk, du darfst gerne noch das Schlusswort haben. Danke. Ja, ich habe ja schon alles gesagt, aber auch natürlich nochmal Dankeschön für eure Geduld hier mit mir zusammen und fürs immer wieder dabei sein. Passt auf euch auf und ich freue mich aufs nächste Mal. Und danke, Nelson. Ganz, 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 ganz wichtig. Danke auch. Ciao. Ciao, ciao.